Hallo deutschschule.ch Hören und nachsprechen. Lektion 22. Hör zu und sprich nach. Ich sehe. Ich sehe. Du siehst. Du siehst. Er sie es sieht. Er sie es sieht. Wir sehen. Wir sehen Ihr seht. Ihr seht Sie sehen. Sie sehen. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich kaufe im Supermarkt ein. Du kaufst im Supermarkt ein. Du kaufst im Supermarkt ein. Er sie es kauft im Supermarkt ein. Er sie, es kauft im Supermarkt ein. Wir kaufen im Supermarkt ein. Wir kaufen im Supermarkt ein. Ihr kauft im Supermarkt ein. Ihr kauft im Supermarkt ein. Sie kaufen im Supermarkt ein. Sie kaufen im Supermarkt ein. Ich kämme mich. Ich kämme mich. Du kämst dich. Du kämst dich. Er sie es kämmt sich. Er sie es kämmt sich. Wir kämmen uns. Wir kämmen uns. Ihr kämmt euch. Ihr kämmt euch. Sie kämmen sich. Sie kämmen sich. Ich mache jeden Tag die Hausaufgaben. Ich mache jeden Tag die Hausaufgaben. Ich wasche jede Woche die Kleider. Ich wasche jede Woche die Kleider. Ich bekomme jeden Monat meinen Lohn. Ich bekomme jeden Monat meinen Lohn. Ich muss jedes Jahr die Steuern bezahlen. Ich muss jedes Jahr die Steuern bezahlen. Ich dusche jeden Morgen. Ich dusche jeden Morgen. Ich schlafe jedes Wochenende aus. Ich schlafe jedes Wochenende aus. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe etwa dreimal pro Jahr ins Kino. Ich gehe etwa dreimal pro Jahr ins Kino. Ich trainiere viermal pro Woche im Fitnesscenter. Ich trainiere viermal pro Woche im Fitnesscenter. Ich kaufe zweimal pro Woche im Supermarkt ein. Ich kaufe zweimal pro Woche im Supermarkt ein. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Montag gehe ich zur Arbeit. Am Dienstag rasiere ich mich. Am Dienstag rasiere ich mich. Am Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt. Am Mittwoch gehe ich zum Zahnarzt. Am Donnerstag treffe ich Freunde. Am Donnerstag treffe ich Freunde. Am Freitag gehe ich aus. Am Freitag gehe ich aus. Am Samstag sehe ich fern. Am Samstag sehe ich fern. Am Sonntag schlafe ich aus. Am Sonntag schlafe ich aus. Am Wochenende habe ich frei. Am Wochenende habe ich frei. Am 1. April habe ich Geburtstag. Am ersten April habe ich Geburtstag. Zahnarzt Pinkgisser, Mettler, grüezi. Grüezi, Frau Mettler, hier spricht Peter Meyer Ich brauche einen Termin. Gerne. Nächste Woche ist ein Termin frei. Am Mittwoch um 8 Uhr. Nein, es ist dringend. Ich habe starke Zahnschmerzen. Ich kann nicht so lange warten. Geht es nicht früher? Ich habe morgen frei. Morgen, hm. Morgen geht es nur am Mittag. Um halb eins? Ja, das geht. Gut, dann ist Ihr Termin morgen, am Dienstag um 12.30 Uhr. Bis dann, Herr Mayer. Vielen Dank, auf Wiederhören. Rathauskreisbüro Basel Nev Grüezi. Guten Tag Frau Nev, hier spricht Smirnov. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Smirnov? Ich muss meine Aufenthaltsbewilligung erneuern. Ich habe aber während der Woche keine Zeit. Ich möchte einen Termin für Samstag vereinbaren. Also diesen Samstag am 13. Juni hätten wir noch um 8:20 Uhr oder um 11 Uhr einen Termin frei. Um elf ist besser, dann kann ich ausschlafen. Gut, Herr Smirnov. ich trage Sie für Samstag 11 Uhr bei der Migrationsbehörde ein. Ich brauche noch Ihren Vornamen und Ihre Telefonnummer, bitte. Mein Vorname ist Anton. Meine Telefonnummer ist 045 712 1312. 1312. Gut. Woher kommen Sie Herr Smirnov und welche Aufenthaltsbewilligung hatten Sie bis jetzt? Aus Russland. Ich hatte bis jetzt die Aufenthaltsbewilligung B. Welchen Beruf haben Sie? Ich arbeite als Labortechniker bei Roche. Danke. Auf Wiederhören Herr Smirnov. Auf Wiederhören Frau Neff.